gar nicht. Okay. Also wir müssen hier irgendwo einen Weg runterfinden. Ich glaube, das Runterspringen war am einfachsten. Aber Lebenspunkte sind gerade so eine Sache. Na, geh kaputt. Ich brauche unbedingt später eine andere Keule für genau solche Fälle. Dass ich nicht immer den Harz auspacken muss. Loot? Nö, okay. Da könnte man runterspringen. Okay. Au. Schnell weg. Weg, 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 weg. Ich will nichts davon abbekommen, Jungs. Oh, vorsichtig. Ja, Pust in die Luft, ist okay. Kann mir gar nichts, wenn ich hier hinten stehe. Ja, das ist nach vorne gespuckt. Okay. Aber der Balken füllt sich doch nicht so viel schneller, wie ich gedacht hätte. Das ist schon mal sehr gut und die Heilung ist alle. Wir haben Blitzschweiß noch drin gelassen. Nein, nicht gut. Flasche. Ich werde mit nicht sehr vielen Flaschen unten beim Boss ankommen. Das ist nicht schön. Oh. Kick, kick. Weg mit dir. Oh. Kaputt. Die sind so wieselflink. Das ist voll nervig so. Komm, 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 komm. So, kaputt. 30.000 Seelen. Wir haben gleich wieder ein Level-Up. Oh. Okay, zweihändig. Gib ihm. Ja, viel besser. Okay. Merke für den nächsten Weg hier runter, die Glubschaugen mit zweihändigem Modus töten. Ring des bösen Auges. Müssten wir schon haben. Das ist eine Sackgasse. Okay. Wo geht's dann eigentlich weiter? Das ganze Ding ist eine Sackgasse. Das heißt, das Runterspringen war sinnlos? Ist jetzt nicht so schön. Da oben ist ein Viech. Du überlebst den zweihändigen Modus doch. Das ist schade. Nein. Ich habe ganz kurz Loot aufblinken sehen. Das heißt, wir müssen nochmal dahin zurück. Also hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So, da. Darum. Nein, es war eine andere Ecke. Oh, noch mehr Loot. Das ist echt an allen Ecken hier. Das Problem ist nur, das ist fast alles Murks. Da kann man runterrutschen. Also hier sich zu orientieren, finde ich extrem schwierig. Geh weg. Weil es gibt halt mehrere Ecken, die copy-pasted sind. Und das Einzige, was hier unterscheidet, sind zum Beispiel diese Schleimhaufen hier. Das heißt, ich müsste mir jetzt merken, bei dem großen Schleimhaufen an der Ecke, die so und so aussieht, musst du dann links rumgehen. Das ist irgendwie, ja. Kleine Ratten, was war mit denen? Hm. Oh, große Ratten. Geh weg. Oh, Kirk. Kirk war nicht gut. Nimm die Ratten nicht mehr im Fokus. Lauf weg. Lauf weg um eine Ecke. Heil dich. Okay. Roll. Wechsel auf einhändig. Töte die Ratten. Töte die Ratten, dann töte Kirk. Überleb. Ich glaube, das ist erstmal wichtiger. So, Ratte kaputt.
viel zu viel Viechzeug. Okay, trink die Flasche. Ich habe den Drachen jetzt schon aufgegeben. Da sind zu viele Viecher dazwischen, die nur einmal auftauchen. Und die müssen wir erstmal töten. Wenn die tot sind, dann können wir nochmal hier runter. Und dann haben wir mehr Flaschen über. Unser Schild ist super. Okay, Stamina ist gerade ein kleines Problem. Na komm. Sollte die Ringe gleich auch nochmal überprüfen. Ich habe das Gefühl, ich habe die falschen Ringe angelegt. Und die falschen Zauber und überhaupt. Also weg mit dir, Kirk. 6000 Seelen. Mhm. Und es gab was? So, Loot ist da hinten. Menschlichkeit erhalten. Menschlichkeit erhalten. Kein Stachelschild diesmal. Also ja, wir haben es schon, aber ist komisch. Okay. Kurz gucken, was für Ringe ich anhab. Flammenschutzring und Havelsring. Du. Versteckt kritische Angriffe? Nein. Da, Ausdauer. So, wo sind wir jetzt? Hier kam die Geschichte mit den Ratten. Und Kirk. Genau, hier kamen die Ratten. Das heißt, hier scheint es wohl weiterzugehen. Da ist wieder ein doofer Schleim. Ach, und hier ist der Händler. Schleim wird ignoriert. Er ist zu lang. Hey. Zu langsam, wollte ich gerade sagen. Ratte, komm her. So, da geht's zur Schandstadt. Hallo du. Mhm. Geste lernen. Jo. Kaufen. Nö, 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 nö. Nö. I'm afraid I don't see it. Ja, nichts Neues, okay. Bye bye. Kein extra Zeug hier irgendwo versteckt. Aber gut, der Händler ist ein guter Indikator. Ich glaube, der war nämlich relativ nah an dem Boss. Jep, war er. Okay. War hier zufällig irgendwo ein Leuchtfeuer? Nee, ne? Das wäre auch zu praktisch gewesen. In der Schandstadt ist bestimmt ein Leuchtfeuer, aber da komme ich jetzt nicht so schnell hin. Also was machen wir jetzt? Versuchen wir jetzt mit... Also die eine Flasche müsste ich jetzt noch trinken, damit wir gleich voll sind. Versuchen wir mit einer einzigen Flasche den Boss? Weiß ja nicht. Hier ist der Kasse. Ich glaube, das wird nichts mit einer Flasche. Das heißt, wir müssten jetzt einen Heimkehrknochen benutzen. Das ist irgendwie doof. Vor allem haben wir auch das Leuchtfeuer am Anfang der... Wir können dich beschwören. Ich glaube, das mache ich mal. Also im Singleplayer wollte ich ja alles immer schön alleine machen. Also im ersten Anlauf. Aber ich habe mir jetzt sagen lassen, wenn man die NPCs herbeiruft, dann haben die teilweise eine andere Questline. Also es passieren andere Dinge. Das heißt, ich nehme jetzt doch mal die NPCs mit. Phantom wird gerufen. Solea. Vielleicht können wir dich ja diesmal retten. Komm mit. Und ich trinke dir eine Flasche. Hallo. Er hat einen echt kleinen Kopf.
So, Solea, du lenkst ihn ab und ich hau auf seinen Hinterteil. Oh. Solea? Ah, da bist du. Okay. Ja, vorsichtig. Na komm, geh wieder. Oh. Du musst da weggehen. Du bist gleich tot. Okay. Genau, das ist sehr gut. Oh, oh, oh. Das wusste ich nicht, dass er uns seitlich auch so Schaden zufügen kann. Lauf ran, lauf, lauf, ne? Hau. Trink, Trank. Und weg. Weg, 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 weg. Weg. Bist, ja, bist gelandet, okay. Warten, bis er fertig gestürmt hat, ranlaufen, hauen. Eins, zwei, drei, vier und weg. Nimm den Loot mal mit. Jo. Komm, leg dich hin. Stürmst du? Ah, das klappt ganz gut. Solange man die Arschbombe verpasst, ist alles gut. Wenn die uns trifft, haben wir ein Problem. Ging keine Heilung und so. Okay. Weg. Ja, aber einfach nur schnurstracks weglaufen scheint zu helfen. Na komm, wo läufst du hin? Da lang, okay. Abfangkurs. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt fliegt er hoch. Wir laufen weg. Ah, fliegt gar nicht hoch. Doch, tut er. Okay. Lauf. Komm, leg. Ah, boah. Was für eine Reichweite hast du damit, verdammt. Komm, leg dich auf den Boden. Ich will hier hinten nicht runterfallen. Auf den Boden, roll da lang. Wir hauen dir in den Rücken. Das könnte echt knapp werden. Eins, zwei, drei, vier, komm noch ein. Fünf. Und weg. Ja, schön weiterlaufen. Kommst du? Ja, komm. Ja, komm. Gut. Weg, 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 weg. Das war ein bisschen zu nah dran. Eins, zwei, drei reichen mir mal. Weil wir halt so doof gelaufen sind. Jetzt müsste er auf dem Bauch liegen. Ich sitze in der Ecke fest. Warum gehst du hier hin? Du musst hier hin stürmen, sonst darf ich dich nicht angreifen. Ja, ah, sehr gut. Komm, stürm gegen die Wand, die 2 Meter. Ja, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf und weg. In die Richtung ist keine Schlucht, nein. Weg, 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 weg. Ja, hau dich hin. Ah, schau gut aus, schau gut aus. Das kriegen wir hin. Das mit einem einzigen Trank. Das ist super. Lauf! Kacke.
Das war nicht gut. Okay, 1, 2, 3 muss reichen. Weg. Einfach nur weg. Hier hinten ist ein Abgrund, das ist nicht so schön. Aber wir brauchen Abstand zu ihm. Genau, leg dich hin. Stürmen. Und wir laufen da lang. So, jetzt bist du Geschichte. Doofer Drache. 1, 2, 3, 4 und 5. Hossa!